Das da unten ist mein neuer Banner. Schön, nicht? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Runde von Rocket League. Im 2 vs. 2 und ist jetzt etwas ganz Tolles passiert, denn gerade eben hat sich mein Update installiert. Oh, ärgerlich. Ja, sehr schön. Von Rocket League, es gab ja ein neues Update, das Herbst-Update, und wie ihr jetzt schon zum Beispiel sehen könnt, es gibt jetzt Banner, und dieser gute Mensch war im Goldrang gewesen. Oder hat im Goldrang seine letzten Season. Ich war nur im Silberrang, deswegen habe ich nur ein Silber-Emblem bekommen. Und das kann man jetzt einfügen, das ist ganz toll. Und ansonsten fange ich jetzt halt wieder bei Null an und muss mich jetzt halt wieder hochspielen. Neu hochspielen und in der Hoffnung, dass ich dieses Mal gleich in den Goldrang eingestuft werde oder in den Goldrang komme schnell. Ist jetzt halt immer unterschiedlich, was für Leute man hat. Jetzt habe ich ja halt jemanden, der im Goldrang war, halt jemanden relativ gut ist. Dann kriege ich nicht den Ball. Und was gibt's noch in dem Update? Es wurden neue Maps, beziehungsweise Maps wurden bearbeitet. Und zwar habe ich schon wieder vergessen. Das wird dann der Zukunftskragosch einfügen. Und euch. Oh, eine neue Map. Farmstead. Und euch erzählen. Und neue Autos, neue Items und so weiter und so fort. Vieles neues, schönes Zeug, mit dem wir viel Spaß haben können. Pow! Nice. Nice. Na, schade. Noch schön vorbeigespielt, wollte ich sagen. Danke. Pass in die Mitte. Wir sind relativ gut dabei. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Gegner für einen Rang sind. Das ist halt immer so ein bisschen Glückssache, ob man gegen wirklich schlechtere spielt oder gegen bessere. Das hat er nicht schlecht gemacht. Nice. Nimmst du ihn? Nimm ihn. Okay. Das wird sich jetzt halt immer zeigen. Dadurch, dass ich jetzt halt unranked bin, spiele ich halt gegen alles und jeden. Ha, nee. Und ja. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir spielen jetzt mal eine Runde. Und dann gucke ich mal, ob ich dann paar Runden weiter spiele offline, also ohne dass ich aufnehme, und dann einfach die 10. Runde reinschneide, wo ich dann entschieden wird, was für ein Rang ich bin oder was weiß ich. Das werden wir dann sehen. Das macht alles auch Zukunftskragosch. Er hat ganz schön viel zu tun, dieser YouTube Zukunftskragosch. Oh ja, hat ein schweres Leben. Oh ja. Und er bewertet dann auch den Part. Genau wie ihr. Bitte bewertet mich. Das hilft mir wirklich sehr, wenn ihr das tun würdet. Es ist nur ein Klick. Ihr müsst nur den Daumen nach oben drücken. Das geht auch in der App. Ha, schade. Das geht auch über das Tablet. Das geht überall. Also bitte. Nice. Nice, das Safe. Aber wir kümmern uns jetzt um das Spiel. Denn das Spiel ist spannend, muss ich sagen. Also gerade ist es wieder enger geworden, wenn er den nicht so stark gehalten hätte. Ha, nee. Da wollte ich richtig stark anschnipfeln. Schnipfeln heißt das Wort. Oh, ich bin vorbeigefahren. Ha! Gib mir den Ball! Ja! So. Schade. Ich kann das immer noch nicht mit denen an den Wand sliden. Oder da hochspringen und dann irgendwas Cooles machen. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Nice. Das freut mich. Ein cooler Drache. Ich bin ein Drache. So. Weiter geht's. Den holen wir uns. Ha, schade. Wollten wir vorbeispielen? Oder wollte ich vorbeispielen? Nice. Gesaved, geblockt, whatever. So. Der Ball kommt nach vorne. Ich bleibe auch mal hinten, warte mal auf den Boost. Kommt nicht? Geil.
Oh, nee, den krieg ich. Den könnte ich kriegen. Ja. Aber nicht so. Nein, aber tu doch sowas nicht. Ah, den hat er, der ist easy. Den schubte ich mal weg. Auch wenn ich ihn dadurch in den Boost reingeschubt habe, ist mir egal. So, jetzt passt in die Mitte. Schade. Booms. Mal einen neuen Boost holen. Hui. So, wartet. Gleich kommt der Ball. Hui, ja. Geklärt. Was macht er? Nice. Den haben wir gesaved. Unser Mate ist da und der erste Sieg ist drin in der neuen Season. Das ist schon mal sehr gut. Sieg in der Season. In der neuen. Erster Sieg. Das kann so weitergehen. Den macht er nochmal rein. Sehr schön. 3-0. Und wir haben gewonnen. Und sehen uns gleich in der nächsten Runde. Also, bis gleich! Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist er jetzt hier im Hauptmenü? Das ist eine sehr gute Frage. Denn ich habe alle 10 Matches gespielt, habe das 10. dann aufgenommen. Und habe vergessen, die Aufnahme zu speichern. Yay! Aber ich bin in der Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ladevorgang. Ja. Gold 2 Liga. Ich bin in der verdammten Gold 2 Liga gelandet. Ich bin übelst ausgeflippt, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich Gold 2 komme. Mit Gold habe ich vielleicht gerechnet, Gold 1, vielleicht Silber 3, so in der Drehe, aber niemals mit Gold 2. Das ist absolut geil. Und jetzt zeige ich euch mal noch schnell die neue Map. Ganz schnell. So, ein privates Spiel erstellen. Denn es gibt jetzt ja eine neue Map, wie ihr gerade eben schon gesehen habt. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, nein, 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 nein. Da, Farmstead. Wir gehen mal ganz kurz rein. Naja. Ach, das ist... Moment, ich war im falschen Spiel drin. Kann ich nicht einfach in Training gehen und da freies Spiel und... Da. So. Jetzt haben wir es. Farmstead. Die neue Map. Ja, so sieht die Map aus. Optisch hier hat man Link hier. Mal, ich zeige euch, was man hier sind halt die ganzen Zuschauer. Die Seiten sind Holzplanken. Also übelst cool gemacht. Die Tore, wie ihr hier sehen könnt, sind auch so alte, zusammengezimmerte. Naja. Wie sagt man da, Häuser, Wohnung, was weiß ich. Und man fährt halt auf Matsch. Matsch, 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 Matsch. Wie ihr schon seht, ich ziehe eine Matschspur hinter mir her. Geil. Bäume überall. Sonne und der ein toller Stadionsprecher. Auf jeden Fall. Habt ihr es gehört? Das war der super Stadionsprecher. Ja, die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss ich mal sagen. Also die ist richtig geil gelungen. Hui. Wieder. Relativ cool gemacht. Die Map ist vom optischen her jetzt mit einer meiner Lieblingsmaps geworden, muss ich sagen. Ich habe die zwar nur einmal gespielt, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Diese tolle Map. Könnt ihr mir sagen, was ihr so von dieser Map haltet? Ist ja ein kurzes Video, tut mir leid, ich hab's verkackt. Ich hau aber noch bald eine Montage raus, eine Montage, de Création de Montage. Hab da noch ein paar coole Momente gehabt in der Stunde, die meine Aufnahme gefressen hat. Danach ist meine Aufnahme abgebrochen, ich habe eine neue gemacht, die habe ich nicht gespeichert. Naja, doof wie ich bin. Aber na gut, dann kommt bald eine Montage und ja, für alle die jetzt noch dran geblieben sind, die können jetzt noch was Neues sehen. Das habe ich jetzt fast vergessen, und zwar kann man jetzt hier
durch die Wände gucken. Seht ihr hier, die Wand ist transparent und so kann ich sehen, wenn der Ball ist oder wo der Ball ist. Genau, das war vorher auch noch nicht so gewesen und dieser Übergang ist auch richtig geil, smooth gelöst. Also, das Update gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sind jetzt in der Gold 2 Liga und für alle die, die jetzt noch bis zum Ende geguckt haben, lasst doch mal eine Bewertung da, das würde mir sehr viel helfen. Und lasst einen Kommentar da, das würde mir auch sehr viel bedeuten. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.